Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier heute auf diesem Kanal, sofort gleich. Und Leute, heute machen wir mal ein Fortnite-Quiz. Auf der Seite testlich.de. Wir machen jetzt erstmal dieses Fortnite-Quiz vom 14.10.2018 mit 4 Sternen wurde bewertet. Fortnite Battle Royale gibt es seit 3,5 Jahren. Wenn ihr davon jetzt absieht, dass es nicht 2000, es wurde ja 2011 gemacht. Aber Fortnite Battle Royale gibt es jetzt seit es gibt es seit 2 Jahren vielleicht fast. Oh no, God! No, God, please, no! 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 Die Macher von Fortnite heißen Supercell. Nein. In Fortnite ist es das Ziel, der letzte Überlebende von 100 Spielern zu sein. Das ist falsch, weil Rette die Welt macht ja auch ihr Rette die Welt ist ja auch muss man ja nicht Nope. In Fortnite kannst du nichts bauen. Falsch. In Fortnite gibt es einen Battle Bus. Wahr. Der Battle Bus am Anfang jeder Runde kostet Eintritt. Nein. Es gibt eine Fortnite-Verarsche namens PUBG. Falsch, es ist keine Verarsche. Der Battle Pass kostet 8000 V-Bucks, das sind umgerechnet 50 Euro. Quatsch. In Fortnite gibt es Äpfel, die deine Leben heilen. In Fortnite gibt es Äpfel, die deine Leben heilen. Ja, gibt's natürlich. In Fortnite gibt es alle Waffen in allen... Was? Nein, falsch. 8? What? Ich kann nicht gucken, was ich falsch gehabt habe. Great. Hä? Naja. 8 von 10, was habe ich falsch gemacht? Okay. Okay, dann gehen wir mal oben nochmal Fortnite ein. Welcher Skin bekommt man einen Battle Pass, wenn man die Stufe 100 erreicht hat? 2018. Okay, 2018, dritter, das müsste... Auftragskiller. Wen soll der Skin bei Stufe 100 im Battle Pass darstellen? John Wick. Wie viele Orte gibt es in Fortnite mit Namen? Oh mein Gott. In welcher Season ist der aktuelle... In welcher Season ist der aktuelle Battle Pass? Season 3. Hoffentlich. Welcher Hängegleiter? Gut. Tu mal selber nachdenken über deine dumme Frage. An einer Stelle. Welcher Hängegleiter kostet 2000 V-Bucks? Der Drachengleiter natürlich. Gab es im Battle Royale... Gab es im Battle Royale Modus einen Modus, in dem es nur Scharfschützgewehre gab? Ich glaube nicht zu dem Zeitpunkt. Da gab es nur mit Revolver. Wie heißt die neue Stadt, die als erstes Stand 2018, Quatsch, irgendwas, ins Game kam? Lucky Landing. Welche zwei Modi gab es mal im Game? 50-50 und 20-20. Gibt es eine Legendary Schrotflinte? Ja, und ein Episch. Hat dir das Quiz gefallen? Ja, du bist ein Typ, der nach der bin ich leider nicht, aber trotzdem, ich glaube, wir haben dann alles richtig gehabt, schätze ich mal. Wer bist du? Mach mal das mal. Was ist deine Lieblingswaffe? Schrotflinte. Wie, ihr spielt im Team und zu viert und ihr seid ein anderes Team, was macht ihr? Pushen. Welchen Modus bevorzugst du? Eigentlich du. Absprung, wo willst du hin? Einfach weg vom Team. Sprung nach erster Sekunde weit weg. Tilted Towers. Du und dein Team habt euch an einem gemeinsamen Ort verabredet. Ich werde einfach woanders hingehen, überlegen zu trollen und doch weggehen. Also gehen wir auch dahin. Ich mache, was ich will. Welches Material bevorzugst du? Ziegelsteine, ich und mein Holz, Stahl, alle drei. Wie ragest du am ehesten? Was? Singen. Team loben und gar nichts weiter. Ich schreie mein Team an. Kannst du überhaupt was? Ich gebe meinem Team recht und bin schuld am allem. Hä? Nichts von vier. Ich raste halt einfach aus. Keine Ahnung, mach ich halt das
was weiß ich, keine Ahnung. Du teilst du dein Equipment mit deinem Team oder nicht? Ja, schon eigentlich. Also die Antwort passt direkt auf mich. Ihr braucht Materialien. Wie ergattert ihr sie? Welterpulsen. Und die alles entscheidende Frage. Hier auf teste dich. Am allerwichtigsten ist. Wie hat dir das gefallen? Ganz okay. Wie viel haben wir richtig? Zu 50% spielst du wie Lukas. Was für Lukas? Was für Lukas? Egal. Dann Fortnite. Mama. Sind reaktive Gleiter in Season 7 in Solo-Duo oder ist kurz noch verfügbar? Tu mal selber nachdenken über deine dumme Frage. Was? Hä? Sind reaktive Gleiter in Season 7 in Solo, Duo oder Teams noch verfügbar? Wahr oder falsch? What? Hä? Ich check diese Frage nicht. Sind reaktive Gleiter in Season 7 in Solo, Duo oder ist kurz noch verfügbar? Ich drücke ja immer wahr, keine Ahnung. Wurde das Infinity Blade von der Community größtenteils gemacht? Oh my god, no! Are you fucking serious? What a f***! Sing, sing! Sing, sing, sing! Why? Is that in the game? Sing, sing! I wasted like 700 mats on that kid. He didn't get shot once. He's flying around the city sword. This is he's fucking sing, sing, sing! Wahr oder falsch? Mhm. Wurde in Season 7 eine komplett neue Map ins Spiel gebracht? Ja. Es gibt nicht mehr als zwei Verkehrsmittel in Season 7. Hoverboard, Flugzeug und Kart. Also falsch. Zu Weihnachten konnte man... Was? Zu Weihnachten konnte man in Fortnite bis zu 15 kostenlose Sachen erstauben. War. Epic Games hat in Season 7 einigen Spielern die Season 6 Zusammenfassung geschickt. Was weiß ich. Flugzeuge machen pro Körperschuss mindestens 50 Schaden. Richtig. Mit Flugzeugen kann man Leute vom Bergen rammen. Ja. Ja. Season 7 gab es zwei legendäre Skins auf der Battle Pass Stufe 1. Ja. Und am 31.12.2018 gab es alle zwei Stunden ein Live-Event. Das war auch, glaube ich, wahr. What? What? 4 von 10 richtig. Was? Hä? Machen wir hier falsch? War. Was? Falsch. Hab ich hier... Nein, wurde es nicht. Ja, wurde es. Ja, gibt's. Was? Keine Ahnung. Das ist richtig. Machen wir halt hier auch nochmal wahr. Falsch, machen wir hier. Wahr. Wahr. Und wahr. Was weiß ich? Du wurdest vom Was? Was? Also, ich verstehe es gar nicht. Ihr könnt es mir mal gerne in die Kommentare schreiben, aber ich verstehe dieses Quiz überhaupt nicht. What? Das check ich überhaupt nicht, weil ich weiß überhaupt nicht, was ich falsch gemacht habe. Aber naja, machen wir halt mal einen Fortnite-Quiz, und zwar das Fortnite-Quiz. Wie heißt die Währung in Fortnite? V-Bucks. Welche Seltenheit hat der Oberknacker? Legendär. Wie viel hat der Season 4 Battle Pass gekostet? 1 Million V-Bucks. Wie viel kosten 1000 V-Bucks? Achso. So. Welcher Endskin war in der Season 2? Schwarzer Ritter. Welches Thema wurde in der Season 2 gewesen? Ja. Wie heißt die Sieg in Fortnite Battle Royale? Wann kam die rote Ritterin wieder in den Shop? Boah, keine Ahnung. Ohne Witz. Ich hab überhaupt keine Ahnung.
glaube, dass. Was? Red Knight. Bei welchem Modus kann man nur mit seinen Freunden spielen? Spielwiese. Wiese. Ja, ich glaube, dann diese eine Frage da falsch hier, genau. Ja, den Rest habe ich richtig. Also, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich es dabei gerne mal warfen, bis rein.